Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt wird der Typ wieder schreien, einen, das heißt einem. Aber ganz ehrlich, ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich bin Österreicher und ich rede so, wie mir der Mund gewachsen ist. Ja, worum geht's heute? Und zwar geht's um ein paar Dinge bezüglich Sport, Abnehmen, Ernährung und ich würde sagen, ich starte mal mit der Ernährung. Ja, die Woche hat relativ gut funktioniert. Ich habe alles immer fleißig dokumentiert, Instagram geteilt etc. Leider nicht alle Mahlzeiten, weil es einfach mit Arbeit, Kind, Video machen, einfach, Leute, es ist mega stressig. Ich habe mir da richtig viel aufgeladen, aber ich habe gesagt, dieses Mal ziehe ich es durch. Ich nehme ab, ich mache regelmäßig Videos und ich ziehe das jetzt durch. Deshalb Stress, Stress pur. Wir haben es jetzt auch, by the way, 11 Uhr abends. Ich muss morgen um 8 wieder auf. Ich nehme das Video jetzt noch schnell auf, damit ich wirklich morgen das Video raushauen kann und damit ich meinen Uploadplan gerecht werde. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch ganz kurz, was ich gegessen habe. Und zwar war ich die Woche über Low Carb unterwegs. Wie ich es auch angekündigt habe, ich versuche wirklich mich fast nur Low Carb zu ernähren. Und ja, es ist schwierig. Bei meinem Job, wie ihr wisst, arbeite ich am Zug. Und da ist es echt verdammt schwierig, weil man ist an dem Bahnhof. Dann gibt es keinen Supermarkt, dann ist das. Dann muss man irgendwie immer sehr kreativ sein, um sich Low Carb zu ernähren. Und ich habe es aber trotzdem irgendwie jetzt die Woche über geschafft, so gut wie möglich, bis auf Dienstag, das ist mein Cheat Day. Da esse ich, wo ich Bock drauf habe. In diesem Cheat Day war ich zum Beispiel bei McDonald's. Aber ich liebe McDonald's. Dienstag an meinem Cheat Day ist noch was passiert und zwar habe ich bei Get a Workout angerufen. Und zwar aus dem Grund, weil ich eigentlich ein Premium-Abo haben wollte. Und dann habe ich mit dem Typen halt so ein bisschen gequatscht und echt cooler Typ. Markus heißt er übrigens. Cooler Typ, echt. Und Get a Workout hat mir jetzt die Beta-Version zur Verfügung gestellt, die ich testen darf. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt ganz kurz an. In dieser Beta-Version gibt es viele Dinge, die neu dazugekommen sind. Und zwar auch der Trainingsplan, was ich eine mega coole Sache finde. Damit sind sie mit der Konkurrenz wie MadBards, Freeletics einfach gleich und heben die App auf ein noch höheres Niveau. Weil ich vom Update echt extrem positiv überrascht bin, gibt es einen Punkt, der mich ehrlich gesagt noch immer ein bisschen stört, nachdem ich jetzt die App eine Woche verwende. Und zwar ist es so, dass es meines Erachtens einfach zu wenige Beginner-Workouts gibt. Und ich finde, da könnte man wirklich nachrüsten, denn die App ist wirklich Hammer und ich feiere sie. Aber gewisse Workouts, die so im Trainingsplan sind, sind für mich zu heavy. Aber ich beiß halt einfach durch. Allerdings gibt es Leute, die da nicht so sind. Leute, die was halt sagen, ey, ist zu anstrengend, lass ich lieber. Und ich würde mal sagen, für die Leute wäre es einfach einfacher, wenn ein paar einfachere Workouts wären. Ich glaube, das würde Einsteigern das Ganze ein bisschen vereinfachen. Nichtsdestotrotz bin ich von der App voll und ganz überzeugt, weil ich finde, das ist eine Sache, die Zukunft hat. Alleine die Live-Übertragungen, jetzt mit dem Trainingsplan und so, ich bin voll davon überzeugt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit Get a Workout eine Kooperation habe, das sage ich aus Überzeugung raus, Leute. Und ich lege euch nahe, wenn ihr Sport treiben wollt, probiert die App aus. Ich verlinke sie euch unten. Da ich in Zukunft plane, generell ein bisschen mehr das Thema Sport auch immer am Sonntag anzusprechen, habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze auch filmen werde. Finde ich eine mega coole Sache, weil da kann man sich ja coole Videos draus gestalten, damit ihr seht, wie so ein Get a Workout in echt aussieht. Und ja, das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, hier abonnieren. Hiermit bin ich raus. Ciao! Coole Videos draus gestalten. Mann, Nemo, du nervst gerade. Was ist denn los? Magst du mal Hallo sagen in der Kamera? Sag Hallo, Nemo. So, jetzt geh weg.